Wenn du mit deinem Hund im Alltag unterwegs bist, weißt du meistens genau, welche Situation du nicht erleben möchtest. Du möchtest nicht, dass dein Hund den anderen Hund anbellt, dass er ja andere Menschen zur Begrüßung anspringt oder dass er einem Wild hinterherrennt. Es ist gut zu wissen, was du nicht möchtest, aber noch viel wichtiger ist es, dass du weißt, was du möchtest, was du dir von deinem Hund und von der Situation und von dir wünschst. Wenn ich dich jetzt frage, kannst du mir das Verhalten deines Hundes in einer bestimmten Situation ganz genau erklären, was er tun soll, wie er sich verhalten soll, sodass ich es mir wirklich bildlich vorstellen kann, wie wenn ich ja richtig mit dabei wäre? Schaffst du das? Kannst du das genau wirklich so wiedergeben, dass ich mich fühle, wie wenn ich wirklich dabei bin? Jeder Sportler und Künstler übt sich in seinen Fähigkeiten, in seinem Tun, in seinen Handlungen, nicht nur, indem er es übt und wiederholt, sondern schon viel früher, und zwar, indem er sich die Abläufe in seinem Kopf wirklich vorstellt. Und das ist Mentaltraining. Und genau das ist es, was die Grundlage für seine Erfolge ist. Ja, und was Mentaltraining ist und was es wirklich mit Hundetraining zu tun hat, beziehungsweise wie es dir hilft, das möchte ich dir jetzt erklären. Lernen und Training findet also nicht nur durch Wiederholen und Tun statt, sondern es beginnt schon viel früher, und zwar in deinem Kopf. Und das nennt sich dann Mentaltraining. Mentaltraining ist also eine geistige Form des Trainings, bei dem du dir ja, Situationen und was du darin tust, wie du denkst und wie du fühlst, genau vorstellst. Ein anderes Wort ist einfach auch Vorstellungsübungen, Visualisierungen oder Imagination. Und das Mentaltraining ist keine neue Trainingsform, sondern die nutzen wir Menschen alle tagtäglich, einfach nur unbewusst. Du nutzt sie zum Beispiel, wenn du an etwas Schönes denkst oder dir etwas richtig Schönes ausmalst, weil du dich auf etwas freust. Oder aber auch, wenn du an etwas Negatives denkst, Angst vor einer Situation hast. Auch dann nutzt du Mentaltraining, du stellst es dir vor. Oder wenn du in dein Auto steigst und zum Einkaufen fährst. Die Straße, die du entlang fährst, die stellst du dir auch mental vor. Das heißt, bevor du etwas tust, wird der Ablauf der Handlung in deinem Kopf visualisiert und dann handelst du danach. Und das passiert automatisch, ganz unbewusst und dauert wirklich nur einen Bruchteil von einer Sekunde. Du kriegst es also wirklich meist gar nicht mehr genau mit. Es passiert einfach. Mentaltraining ist also eine Methode, wie du deine Gedanken bewusst lenken und deinen Alltag beeinflussen kannst. Und richtig eingesetzt, schafft es dir enorme Vorteile. Du bringst das Training mit deinem Hund richtig voran und euer Alltag wird richtig entspannt. Damit du weißt, wie Mentaltraining wirklich wirkt, möchte ich dir einmal ganz kurz die Erklärung geben, wie unser Gehirn funktioniert, ja, wie unser Hirn denkt. Unser Gehirn denkt nämlich in Bildern. Also die Gedanken, die du hast, werden durch Bilder in deinem Kopf wahrgenommen. Und diese Gedanken sind einfach Energie. Und diese Energie ist messbar durch ein multidimensionales Schwingungsfeld. Ja, und dieses Schwingungsfeld ist physikalisch messbar. Das heißt, es ist nichts ja, Hokuspokus-mäßiges, sondern es ist wirklich nachweisbar. Und diese Schwingungen werden wahrgenommen. Deine Gedanken sind also Schwingungen, die sich einerseits auf emotionaler Ebene, also durch deine Gefühle, ausdrücken, aber auch auf körperlicher Ebene, und zwar durch die Handlungen und Taten, die du tust. Und beides ist unmittelbar miteinander verknüpft. Du kannst sie nicht voneinander trennen. Und das machen wir uns im Mentaltraining zunutze. Diese ja, unvermeidbare Kombination von Gedanken und Handlungen. Wenn du an etwas richtig Schönes denkst oder wenn du dich auf irgendetwas freust, dann denkst du da immer wieder dran.
Dir läuft so richtig ein Film in deinem Kopf ab und du malst dir diese Situation richtig aus. Freust dich darauf. Und durch dieses Vorstellen, durch dieses Ausmalen, werden einfach ganz neue Nervenzellenverbindungen in deinem Kopf geknüpft. Was jetzt aber noch dazu kommt, umso öfter du da reingehst in diese Situation, dein Gehirn fängt irgendwann an, das auszuschmücken. Ganz automatisch. Es kommen immer so kleine Elemente dazu, die vielleicht gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und das ist der Knackpunkt. Dein Hirn nimmt genau das für wahr, was du denkst. Welche Bilder in deinen Kopf heraufbeschworen werden. Das heißt, dein Gehirn unterscheidet nicht in das ist jetzt wahr und das ist unwahr, sondern die Bilder, die du sendest, die sind für es Fakt. Und genau diesen Effekt machen wir uns im Mentaltraining zunutze, damit du dich wirklich in deinen Gedanken und in deinen Handlungen so ausrichten kannst, damit es für dich, für deinen Hund, für euren Alltag richtig erfolgreich wird. Wir Menschen, wir denken so viele Gedanken pro Tag. Und 80% davon nehmen wir gar nicht mehr bewusst wahr. Die sind einfach da und gehen gleich wieder. Du kannst aber entscheiden, was du denken möchtest, vor allem in Situationen, die dir wichtig sind. Deswegen als ganz großer Tipp. Bevor du also das Training mit deinem Hund startest, egal ob es jetzt um normales Alltagstraining geht oder um das Training an schwierigerem Verhalten, beginne immer damit, dass du dir genau vorstellst, wie du in dieser Situation denken und fühlen und handeln möchtest und auch, wie du es dir wünschst, dass dein Hund sich verhält. Denn nur, wenn du es dir wirklich vorstellen kannst, dann gibst du dir und deinem Hund auch den Raum, dass es so wird.